13. Kapitel. Endlich ist er da. Als ich Mick endlich vom Zug abholte, war ich so nervös wie schon lange nicht mehr. Eine ganze Woche hatte er sich Zeit genommen, mich hier in meinem Dorf zu besuchen. Als der Zug einfuhr, sah ich Mick schon an der Tür stehen und musste mich zusammenreißen, nicht neben dem Zug herzurennen, um direkt, wenn die Türen aufgingen, vor ihm zu stehen. Da meine Mutter mich begleitete, musste ich etwas subtiler vorgehen. Ma hatte mich freundlicherweise nach Hamburg gefahren, damit Mick nicht noch einmal in den Bummelzug umsteigen musste und wir sein Gepäck möglichst stressfrei zu uns nach Hause bringen konnten. Trotzdem, das Grinsen konnte ich mir nicht verkneifen, als er schließlich ausstieg, sich kurz umguckte und dann lächelnd in unsere Richtung kam. »Na, Alter, alles fit?« sagte er und reichte mir seine Hand. Ich schlug bei ihm ein und zog ihn mit der Linken in eine kurze, angedeutete Umarmung. Diese Begrüßung hatten wir abgesprochen. Ich hatte wahnsinnige Angst davor, dass meine Mutter irgendwas merkte, und so hatten wir uns auf eine möglichst lässige Begrüßung geeinigt. Da meine Mutter mich gar nicht kannte und ich ihr auch nur wenig von ihm erzählt hatte, nutzte sie die halbe Stunde Autofahrt, um ihn ein wenig auszufragen. Das Übliche halt, was er machte, wo er herkam und woher wir uns kannten. Es war komisch, als Mick plötzlich in meinem Zimmer stand. Es war, als würden plötzlich zwei völlig verschiedene Welten miteinander kollidieren. Einerseits Potsdam, was ich mit Mick verband, und dieser verrückten Anziehungskraft zwischen uns beiden, die ich mir selbst nicht erklären konnte und die mir Angst machte. Auf der anderen Seite war da mein Zuhause, wo ich einfach Dennis war, wo ich mit meiner Freundin zusammen gewesen war und wo ich meine Familie und meine Freunde hatte, wo sich nichts verändert hatte. Und nun stand Mick da, in meinem Zimmer, und brachte diese Welten einfach zusammen, verband mich mit dem anderen Dennis, den ich in Potsdam entdeckt hatte und den ich immer versucht hatte, dort zurückzulassen. Doch jetzt ging das nicht mehr, denn Potsdam hatte natürlich als Ort wenig damit zu tun. Kaum war meine Zimmertür zu, legte Mick seine Arme um mich und seinen Kopf an meine Schulter. »Ich hab dich vermisst, Babyboy.« »Schön, dass du endlich da bist«, sagte ich, immer noch an ihn gedrückt. Mick lockerte seine Umarmung, um mir in die Augen zu sehen. Ich schlug die Augen nieder. Warum? Warum konnte ich ihm nicht einfach sagen, dass ich ihn auch schrecklich vermisst hatte? Es war einfach so komisch für mich. Mick legte den Kopf schief. »Nimmst du es mir übel, wenn ich dich jetzt küsse?«, fragte er mit niedlich verstellter Stimme. Das brachte mich zum Lachen. »Find's doch heraus.« Seine Lippen schmeckten nach dem Eistee, den er im Auto noch getrunken hatte. Während ich ihn küsste und mich in seiner Umarmung verlor, die sich so gut und richtig anfühlte wie immer, wenn er mir nah war, begann mein Handy zu surren. Genervt merkte ich, dass es Josie war und drückte sie weg. »Na, eine neue Freundin?«, fragte Mick belustigt. Schuldbewusst sah ich ihn an. »Ernsthaft?«, fragte er und trat prompt einen Schritt von mir zurück. »Sie ist nicht wirklich meine Freundin«, sagte ich peinlich berührt. Mick sagte nichts, er starrte mich nur an. »Da läuft nichts, ehrlich. Ich wollte eine Begleitung zum Abiball. Ich tanze doch so gerne. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen. Es ist aber nie irgendwas zwischen uns passiert.« Rechtfertigte ich mich, obwohl ich dazu kaum verpflichtet war. »Jetzt machst du es aber wieder unnötig kompliziert«, murrte Mick, sichtlich verstimmt. Ich zuckte mit den Schultern. »Ich weiß gar nicht, wieso du dich so aufregst. Immerhin hast du immer noch Tommy, oder?« »Nein, habe ich nicht. Ich habe ihm letzte Woche gesagt, dass ich keine weiteren Beziehungsrettungsversuche mehr machen werde. Es ist aus zwischen uns. Endgültig diesmal.« Mick klang verletzt. »Kommst du damit klar?«, fragte ich vorsichtig. Ich wusste, dass ihm Tommy mal sehr viel bedeutet haben musste. »Ja, irgendwie schon. Ich meine, es ist schon hart irgendwie, aber es hat ja schon längst nicht mehr funktioniert.« Ich nickte, wusste nicht, was ich sagen sollte. Mick hatte sich etwas beruhigt und saß nun auf der Kante meines Bettes. Ich kniete mich neben das Bett auf den Boden und legte meinen Kopf in seinen Schoß. Eine ganze Weile schwiegen wir. »Es macht mich irgendwie fertig zu sehen, wie du dich dagegen sträubst, du selbst zu sein«, sagte Mick. Ich seufzte. »Mir ist schon klar, dass ich offensichtlich mehr Interesse an dir habe als an irgendwelchen Mädels. Momentan. Aber heißt das, dass es jetzt immer so sein wird?«, fragte ich. »Wäre das denn so schlimm für dich?«, fragte Mick. Nein, jetzt wo er hier bei mir war, schien es so einfach. Doch kaum würde er weg sein, wäre ich hier allein mit dem Problem. Das konnte ich einfach nicht.
Können wir nicht einfach so weitermachen? Ich finde es perfekt so. Wir sind Freunde. Und wenn wir alleine sind, dann eben auch ein bisschen mehr. Fasste ich unsere merkwürdige Verbindung zueinander in Worte. Mick schluckte nur. Er sah nicht glücklich aus. Ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, zitierte er sich selbst. Genau das hatte er mir schon einmal prophezeit. An dem Abend hatten wir keine Lust mehr, irgendwo hinzugehen. Wir aßen mit meiner Mutter Abendbrot, dann kehrten wir in mein Zimmer zurück und legten uns einen Film ein. Ich hatte erst kürzlich die alten Disney-Filme wieder rausgekramt und so saßen wir jetzt da und schauten König der Löwen. Mick lehnte seinen Kopf gegen meine Schulter und ich roch an seinem Haar und staunte darüber, was nur sein Geruch in mir auslöste. Als es Zeit zum Schlafen war, drehte ich den Türknauf und verschloss damit die Tür. Ich machte einen zögerlichen Schritt auf Mick zu. Ich nahm sein Gesicht zwischen meine Hände und sah ihn einfach eine Weile an. Diesen Kerl, der mir in so kurzer Zeit, die wir uns nun persönlich kannten, so vertraut geworden war. Was hatte dieser Typ nur, dass er mein Leben so auf den Kopf stellte? Ich fuhr mit den Händen unter sein T-Shirt, fuhr über sein Nippelpiercing und seinen flachen Bauch. Wie von selbst nahm er beide Arme hoch und ich zog ihm behutsam das Shirt über den Kopf und ließ es zu Boden fallen. Als auch er mir aus meinem Shirt half, krabbelte es in meinem Bauch, noch heftiger als bei unserem letzten Zusammensein. Ich hatte ein wenig Angst vor dem, was jetzt wohl kommen mochte. Erwartete Mick, dass wir heute Sex miteinander hatten? So richtig? Ich hatte nämlich wenig Ahnung davon, wie das zwischen zwei Kerlen ablief, auch wenn ich mir die grobe Vorgehensweise dank dem Internet bereits angelesen hatte. Mick spürte meine Nervosität und zog mich zu sich in den Arm. Ich spürte seine nackte Haut auf meiner und wusste, dass ich heute nichts mehr wollte als das hier. Ihm einfach nur nahe sein. Ich wünschte, du würdest mir sagen, was in dir vorgeht, sagte Mick und seufzte. Ich brachte nur ein fragendes »Hm?« heraus. »Ich merke, wie nervös du bist. Deine Atmung grenzt an Hyperventilation und du tust so, als wäre nichts«, brachte er an. Doch sein Tonfall war weich und behutsam, wodurch seine Worte nicht vorwurfsvoll klangen. »Ich kann das alles einfach nicht so schnell verarbeiten«, sagte ich vorsichtig. »Mach dir einfach keinen Stress. Ich erwarte überhaupt nichts von dir, okay? Falls du dir darüber Sorgen machst.« Ich nickte. Die Schamesröte stieg mir ins Gesicht. Meine Mutter hatte ein Klappbett in mein Zimmer gestellt. Doch das ließen wir links liegen und quetschten uns in mein nicht allzu breites Bett. Ich legte meinen Kopf auf seine Brust und hörte seinen Herzschlag. Das hatte etwas sehr Beruhigendes an sich. »Wie ist das eigentlich, wenn zwei Männer Sex haben?«, beendete Mick meine Frage. Ich spürte die Hitze in meinem Gesicht aufsteigen. »Ja, genau. Hat dann einer immer die gleiche Rolle oder wechseln sie sich ab?«, fragte ich peinlich berührt. »Das kommt darauf an, wie die beiden es gern möchten. Aber die meisten haben eine Rolle, so wie du es nennst, die sie bevorzugen«, erklärte er mir. »Und woher soll ich wissen, was ich lieber mag?«, fragte ich. Zum Glück konnte Mick nicht sehen, wie knallrot mein Gesicht gerade anlief. »Das müsstest du dann wohl ausprobieren«, sagte er mit einem Lächeln. »Also hast du auch beides ausprobiert?«, fragte ich ihn. »Ja«, sagte er nur. »Und was magst du lieber?«, fragte ich weiter, froh, ihm nicht in die Augen sehen zu müssen. »Das sag ich dir, wenn's soweit ist. Ich will dich ja nicht in eine Position drängen«, sagte er und küsste mir aufs Haar. »Also, falls es bei uns dazu kommen sollte«, fügte er schnell hinzu. »Wenn ich diese Erfahrung machen will, dann mit dir«, gab ich zu. Er umfasste mich mit beiden Armen und drückte mich näher an sich. »Bereit, wenn du es bist«, sagte er schmunzelnd. 14. Kapitel. Wir beide und der Rest der Welt. Am Morgen wurden wir von meiner Mutter geweckt, die uns zum Frühstück rufen wollte. Sie klopfte an die Tür, bis ich ihr versprach, dass wir wach und quasi auf dem Weg nach unten waren. Verschlafen guckte ich zu Mickey, der selig grinste. »So gute Laune am frühen Morgen?«, fragte ich verschlafen. »Ach, ich freue mich nur gerade, dass wir diesmal mehr als einen Tag zusammen haben. Dann können wir noch ein paar Mal so aufwachen. Das macht mich irgendwie glücklich gerade«, sagte Mick mit einem so niedlichen Blick, dass ich ihn einfach küssen musste. Es wurde ein sehr, sehr süßer Kuss. Ganz sanft, zart und voller Gefühl. Nach dem Frühstück halfen wir meiner Mutter mit dem Abwasch und machten uns dann auf in den Park, um Inliner zu fahren. Da ich zwei Paar hatte, konnte ich Mick welche abgeben und so rollten wir durch die kühlen Schatten der Bäume und hatten eine Menge Spaß.
Einen Moment lang dachte ich daran, einfach nach seiner Hand zu greifen, denn ich stellte es mir schön vor, Hand in Hand durch den Park zu fliegen. Doch daraus wurde nichts. Ich war einerseits zu tollpatschig dafür, denn vermutlich würde ich stolpern und dann nicht nur mich auf die Klappe legen, sondern Mick gleich mit mir über den Asphalt ziehen. Und andererseits hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, wir würden möglicherweise jemanden treffen, den ich kannte. Dieses Gefühl war nicht ganz unbegründet, wie sich bald darauf herausstellte. Denn wir trafen zufällig ein paar Freunde von mir und ich stellte ihnen Mick vor. Unbewusst stellte ich mir vor, wie das Gespräch wohl verlaufen würde, wenn ich Mick nicht als einen Freund, sondern meinen Freund vorgestellt hätte. Doch dieser Gedanke versetzte mich so in Panik, dass ich ihn gleich wieder wegschob. Wir setzten uns zu Erik, Laura und den anderen und redeten eine Weile. Erik war seit der Grundschulzeit einer meiner besten Freunde. Er hatte im letzten Jahr ein Auslandsjahr in Neuseeland gemacht und war nun endlich wieder da. Mick, als Neuer in der Runde, wurde ein wenig darüber ausgefragt, was er so machte, und natürlich stieß seine YouTube-Aktivität auf Aufmerksamkeit. Erik suchte gleich seinen Kanal, und ehe wir uns versahen, guckten wir einige von Micks Videos, was Mick anscheinend unangenehm fand. »Die sind doch wirklich gut«, sagte Erik anerkennend. »Das finde ich aber auch«, stimmte ich ihm zu. »Da stehen bestimmt einige Mädels auf dich«, sagte Erik und zwinkerte ihm zu. »Keine Ahnung, vielleicht«, sagte Mick und zuckte mit den Achseln. Erik grinste. »Kannst mir nicht erzählen, dass du das noch nie genutzt hast, um eine abzuschleppen«, sagte er mit einem anzüglichen Grinsen. »Lass gut sein, Erik«, sagte ich zu ihm und boxte ihm an die Schulter. »Wieso denn? Ich finde das einfach interessant. Laura, dich stört das Thema nicht, oder?«, fügte er hinzu, als ging es hier um sie. »Ich stehe einfach nicht auf Mädels, okay?«, sagte Mick ruhig. Erik verschlug es kurz die Sprache, was Mick witzig zu finden schien. »Aber keine Angst, es gibt da auch ein paar heiße Typen, die darauf anspringen«, fügte er hinzu. Unsere Blicke streiften sich kurz. »Okay, krass, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht«, sagte Erik schließlich. »Sorry, war blöd von mir«, fügte er hinzu, was mich positiv überraschte. Erik ließ sich nichts anmerken und sprach ganz normal weiter mit Mick, genau wie alle anderen auch. Aber was er wirklich davon hielt, das musste ich noch herausfinden. Um die Mittagszeit gingen wir alle zusammen zum nahegelegenen Dönerladen. Ich brachte nur kurz die Inliner nach Hause und traf mich dann mit den anderen direkt dort. Während Mickey kurz auf dem Klo war, nutzte ich die Gelegenheit, Erik noch einmal auf das Thema anzusprechen. »Also, was hältst du von Mick?«, fragte ich ihn leise, während die anderen noch über die Abi-Noten redeten. »Ja, er scheint ganz cool zu sein«, sagte Erik. »Also findest du es nicht irgendwie merkwürdig, dass er schwul ist?«, fragte ich nach und gab mir alle Mühe, beiläufig zu klingen. Er lachte. »Also, mich hat das schon irgendwie überrascht. Aber hey, du schläfst doch mit ihm in einem Zimmer. Wenn es dich nicht stört, warum sollte es mir dann etwas ausmachen? Solange er mich nicht anpackt, ist mir das ziemlich egal.« Ich nickte nur, wechselte dann aber das Thema. Dennoch fand ich es ganz gut zu wissen, dass er anscheinend relativ entspannt damit umging. Auch wenn ich seinen Kommentar über das Anpacken unnötig fand. Wir verbrachten noch den Großteil des Nachmittags in der Gruppe. Erst gegen Abend machten wir uns auf den Weg zu mir nach Hause, während die anderen sich nochmal zum Billard treffen wollten. Auf dem Weg, der uns durch den Park führte, rempelte Mick mich kumpelhaft von der Seite an. Ich knuffte ihn zurück, woraufhin er auswich und ich nachsetzte. »Ey«, sagte Mick lachend, setzte ein paar Schritte zurück. Ich rannte los und tackelte ihn um, wodurch er das Gleichgewicht verlor und neben dem Weg im Gras landete. Am Arm zog er mich mit runter, und wir rauften uns eine Weile auf der Wiese. Als ich Mick schließlich unter mir festgenagelt hatte, legte ich kurz meine Stirn an seine, bevor ich aufstand und ihm aufhalf. Seine Cap lag irgendwo auf dem Weg, also sammelte er sie wieder auf. »Mann, Dennis, jetzt hat meine Hose einen Haufen Grasflecken«, sagte er halb empört, halb lachend. »Meine Ma wäscht das sicher für dich«, sagte ich nur. Dann nahm Mick meine Hand. Einfach so. Verstohlen sah ich mich um, ob uns vielleicht jemand sehen konnte, doch da war niemand weit und breit. Zu Hause angekommen, aßen wir mit meiner Mutter zu Abend, erzählten ein bisschen von unserem Tag und verzogen uns schließlich wieder nach oben in mein Zimmer. »Willst du einen Film gucken?«, fragte ich Mick, doch er schüttelte mit dem Kopf. »Lass uns einfach chillen und Musik hören«, sagte er müde. »Aber vielleicht gehe ich mal vorher duschen.« Ich nickte und ging mit ihm rüber ins Bad, um ihm ein Handtuch rauszulegen. »Ich gehe dann nach dir«, sagte ich und wandte mich zum Gehen. »Du darfst ruhig hierbleiben. Ich brauche nicht lange. Du kannst ja derweil Zähne putzen oder so.« Ich zögerte. »Okay, gut«, sagte ich etwas verunsichert. Also nahm ich meine Zahnbürste und schielte verstohlen in den Spiegel, während Mick sich hinter mir auszog.
Ich musste feststellen, dass ich mich nicht aufs Zähneputzen konzentrieren konnte, während Mick, nackt wie er war, nur einen Meter entfernt von mir stand und vor dem Duschen gerade seine Uhr ablegte. Immer noch mit der Zahnbürste im Mund betrachtete ich gebannt seinen nackten Körper. Seine Proportionen, seinen Rücken, Schultern, Brust. Und mir gefiel, was ich sah. Plötzlich blickte Mick auf und sah, dass ich ihn anstarrte. Er lächelte und machte sich dann daran, in die Dusche zu steigen. Da die Duschabtrennung bei uns aus Klarglas bestand, konnte ich ihn immer noch gut beobachten. Mick stellte sich unter die Dusche und als das warme Wasser über seinen Körper lief, wurde der Drang, zu ihm rüberzugehen, ihn zu berühren, zu küssen, fast unerträglich. Langsam legte ich die Zahnbürste weg, spülte mir kurz den Mund aus und machte einen zögerlichen Schritt auf die Dusche zu. »Wenn du mit reinkommen willst, solltest du vielleicht vorher deine Klamotten ausziehen«, zog Mick mich auf, was mir ein Lächeln entlockte. Ich zögerte, begann dann aber, mich auszuziehen und stieg kurzerhand mit zu Mick unter die Dusche. Mick war ganz aufgeheizt vom warmen Wasser und als ich ihn an mich zog und ihn küsste, brannte die Hitze auf meiner Haut. Wir rieben uns gegenseitig mit Duschgel ein und ich genoss es, ihm so am ganzen Körper berühren zu können. »Du siehst so gut aus, Danny«, sagte er zu mir, was mich verlegen machte. »Fast so gut, wie du dich anfühlst«, fügte er hinzu. »Du fühlst dich auch gut an«, sagte ich, berührte mit den Fingern sein Nippelpiercing. Ich ließ mich dazu hinreißen, den Kopf zu senken und es auch mit der Zunge anzustupsen und leicht zu umspielen. Das Wasser prasselte mir dabei über den Kopf. Als wir schließlich wieder in meinem Zimmer waren, blieb ich einfach mitten im Raum stehen und zog Mick an mich. Seine Haare waren noch feucht von der Dusche und seine Berührungen brannten noch immer auf meiner Haut. Ich hatte dieses Verlangen, ihn einfach mal zu berühren, ihm durchs Haar zu fahren oder seine Hand zu nehmen, fast den ganzen Tag unterdrückt. Und nun konnte ich einfach nicht mehr genug davon bekommen. Die gemeinsame Dusche reichte da einfach nicht aus. »Ich will dich«, flüsterte ich, während ich mit meinen Händen über seinen Rücken, dann seinen Hintern und schließlich seinen Oberschenkel strich. Mick nahm mein Gesicht in beide Hände und sah mich an. »Und da bist du dir sicher?«, fragte er nach. »Ja, absolut, ich will nicht mehr warten.« Er küsste mich leidenschaftlich und ich drängte ihn nur mit meinem Körper rüber zum Bett und wir fielen rücklings auf die Matratze. Ich genoss es, Mick unter mir zu haben und küsste ihn voller Verlangen auf den Mund, dann über seine Wange, an seinem Hals entlang und schließlich seinen Nacken. Keuchend umfasste er irgendwann meine Taille, zog mich näher zu sich und rollte sich rum, sodass er über mir lag. Mick half mir aus meiner Shorts und auch ich befreite ihn vom unnötigen Stoff. Ich bekam eine Gänsehaut, als er so splitternackt, halb neben, halb auf mir lag und mich küsste. Wir ließen uns Zeit, küssten uns, erkundeten mit den Händen unsere Körper und Mick küsste meinen Bauch, meine Brust und meinen Hals, bis ich mich vor Verlangen unter ihm wand. Als er schließlich in seiner Tasche nach einem Kondom kramte, hatte ich keinerlei Bedenken mehr. Ich wollte ihn endlich spüren, ihm so nah sein, wie es nur ging. Und er enttäuschte mich nicht. Ich konnte anschließend nicht mehr so genau sagen, wann was passiert war. Nur dass Mick sich währenddessen an meinem Hals festgesaugt und mir somit den Knutfleck meines Lebens verpasst hatte. Und dass ich anschließend erschöpft und glücklich neben Mick einschlief, mit einer Hand auf seinem Herzen.